und der Diskurs an der Kunst, mit der Kunst, in Gegenwart der Kunst, manchmal über die Kunst oder doch zumindest über die Künstler, ist ja das, mit dem wir alle am meisten von der Kunst profitieren, ohne den stören zu wollen. Wir hätten heute noch was vor. Damit würde ich gerne anfangen. Seien Sie alle herzlich willkommen. Ganz besonders herzlich begrüßen möchte ich den doch bemerkenswert zahlreich anwesenden Magistrat, nämlich den Stadtrat Stürmer, der nachher auch noch was sagen wird, und den Stadtrat Severin, der ebenfalls hier ist, sonst sehe ich keinen. Vor allen Dingen aber begrüße ich Sie alle ganz herzlich und entschuldige schon jetzt mit allergrößtem Bedauern, dass diejenige, um die es heute vor allen Dingen geht und gehen sollte, aus gesundheitlichen Gründen heute nicht bei uns sein kann, was wir sehr bedauern und ihr die allerbesten Glückwünsche und Gesundheitswünsche schicken wollen, nämlich Emil Simoni. Und erlauben Sie mir angesichts aktueller Debatten in der Stadt Marburg eine Bemerkung vorneweg. Wer auch immer von Ihnen heute mit dem Auto gekommen ist, Sie werden auch in 20 Jahren mit dem Auto kommen können und Sie werden auch in 20 Jahren einen Parkplatz finden. Das nur vorab, damit rotierende Missverständnisse aus der Welt geräumt sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen und gleich vorweg ganz herzlichen Dank an Britta Sprengel und Karin Stichnote Botschafter. Die beiden haben nämlich durch ihre langwierige Freundschaft mit der Künstlerin diese Schenkung und die noch verhüllte Hängung im Erwin-Piscator-Haus möglich gemacht. Aber ganz besonders gilt natürlich der Gruß der Künstlerin Emil Simoni, die aufgrund einer akuten Erkrankung heute Abend, ich habe es schon gesagt, nicht dabei sein kann, aber doch von uns eine Videobotschaft erhält und uns umgekehrt einen Stellvertreter, der für Sie heute sprechen wird, geschickt hat. Wenn ich mich richtig an den Herrn der Ringe erinnere, dann bezeichnet es J.R.R. Tolkien als eine der Besonderheiten des Auenlandes, dass man zum Geburtstag keine Geschenke bekam, sondern welche Macht. In diesem Sinne schenkt uns die Künstlerin Emil Simoni zu ihrem 80. Geburtstag uns, der Universitätsstadt Marburg, eines ihrer Bilder. Und natürlich gibt es dazu eine Menge zu erzählen. Das meiste, das weiß ich gar nicht, das wissen Sie viel besser. Das werden zweifellos die FreundInnen, KollegInnen und SchülerInnen der Künstlerin im geselligen Teil des Abends mit und untereinander bereden. Und vermutlich haben Sie damit auch schon angefangen. Ich hörte es jedenfalls schon an einigen Stellen. Ich erlaube mir aber doch zumindest ein paar Eckpunkte aus der biografischen und künstlerischen Geschichte der Künstlerin anzusprechen. Emil Simoni wurde in der ungarischen Hauptstadt Budapest geboren, hat also, man spricht nicht über das Alter von Damen, aber bei dem 80. Geburtstag weiß es ja nur jeder, also die letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs und die Errichtung der kommunistischen Diktatur in Ungarn mit all ihren Repressionen als Kind und Jugendliche erlebt. Sie stammt aus einer äußerst kunstaffinen Familie. Schon ihr Urgroßvater Antal Simoni war Künstler und erhielt seine Ausbildung in den 1840er Jahren in Wien, Paris und Italien. Unter dem Einfluss von Charles Fourier, dem Philosophen des sozialistischen Utopismus und Begründer des Feminismus, wandte er sich aber noch einer sehr anderen, sehr jungen Kunstform zu, nämlich der Fotografie. Er erfand sogar einen neuartigen Verschlussmechanismus für Fotokameras, die erstmals die Aufnahme von bewegten Objekten ermöglichte. Für seine Fotografien eines Vogels im Flug erhielt er auf der Pariser Weltausstellung 1855 eine Goldmedaille. Allerdings geriet die Erfindung dann leider wieder in Vergessenheit und musste ein Vierteljahrhundert später von Edward Muybridge erneut entwickelt werden. So geht es manchmal mit denen, die mit der Kunst und den klugen Ideen so weit voraus sind, dass noch nicht alle mitkommen. Aber um zu zeigen, auf welcher
kunsthistorischen Ebene wir uns hier befinden, sei erwähnt, dass Gustave Courbet im gleichen Jahr 1855 von der Jury der Weltausstellung abgelehnt wurde. Darum in Paris zugleich eine eigene Ausstellung organisierte und mit dieser den Realismus in der Malerei begründete. Emile Simonis eigene künstlerische Ausbildung begann bei ihrem Vater István Simoni, setzte sich schon mit 16 Jahren an einem Kunstgymnasium und schließlich von 1961 bis 1967 an der Kunstakademie in Budapest fort. Schon ein Jahr später, 1968, erhielt sie in London beim internationalen Wettbewerb Best Design of the Year den ersten Preis und lernte bei dieser Gelegenheit das London der Swinging Sixties persönlich kennen. Es folgten zahllose Ausstellungen und zahlreiche Auszeichnungen, aber entscheidend war, dass Emile Simoni 1971 das kommunistische Ungarn mit seinen Repressalien auch gegen die Familie Simoni verlassen konnte. Und vielleicht ist gerade der Umgang mit der Kunst ein besonderes Merkmal der Repressivität von Staaten, wenn sie noch nicht einmal die Freiheit des in Form gebrachten innovativen Gedanken ertragen wollen. In Westdeutschland musste sie sich, wie es so viele KünstlerInnen ihrer Generation, als Grafikerin in der Industrie durchschlagen. Gleichzeitig setzte sich aber eine fast atemlose Weltaneignung in Gang. Eine Weltaneignung zunächst in Form von Reisen nach Italien, Spanien, Indien und immer wieder und manchmal an jedem freien Wochenende in das London der frühen 1970er Jahre, aber auch New York oder Hongkong waren Ziele ihrer Welteroberung. In Italien, in Sant'Anna in Camprena, bekannt aus dem Film Der englische Patient, gründete sie schließlich sogar eine eigene Malakademie und pendelt bis heute zwischen München, Budapest und Italien und glücklicherweise mindestens einmal im Jahr auch nach Marburg. Neben einer Gastprofessur in Hamburg, einem Arbeitsstipendium des Goethe-Instituts in Kalkutta und vielem, vielem mehr verschlug sie einen Lehrauftrag zu uns an die Marburger Sommerakademie, glücklicherweise. Denn seit 1995, also seit fast 30 Jahren, ist sie uns jeden Sommer treu geblieben. Und dass nur ausgerechnet in diesem Jahr eine Krankheit das verhindert hat, bedauern wir umso mehr. Denn ihre Kurse zur Porträt- und Aktmalerei gehören bis heute zu den Zugpferden, zu den besonderen, ich sag mal, Vorzeigeprojekten unserer Sommerakademie. Als Lehrerin legt Emile Simoni großen Wert auf das Naturstudium. Am Skelett und am Modell wird jeder Knochen, jeder Muskel des menschlichen Körpers benannt, gezeichnet und in seinen Funktionen erläutert. Denn, und das ist das Programm hinter diesem durchaus strengen Anatomiestudium, gekonnt abstrahieren kann man nur von Dingen, die man kennt und beherrscht. Und ich kann mich da von vor einigen Jahren an ein Gespräch mit ihr erinnern, wo es auch darum ging und wo ich dachte, mein Gott, wenn jeder Medizinstudent das so genau könnte wie sie. Aber nicht nur die Anatomie und die Abstraktion von ihr spielen in Emile Simonis Schaffen eine große Rolle. Ich erinnere mich auch in einer Ausstellung der Kursleiterin der Sommerakademie 2012 im Marburger Kunstverein ein Gemälde von Emile Simoni namens Tsunami gesehen zu haben. 4 mal 2 Meter groß. Wenn in einem solchen Format gemalt wird, und Sie sehen ja auch, das ist kein kleines Bild, und wenn Sie hinten auf die Leinwand schauen, an der eine ganze Reihe von Beispielen sozusagen mitläuft, sehen Sie, das sind große Bilder. Wenn in einem solchen Format gemalt wird, heißt das, und zwar noch bevor der Pinsel die Leinwand berührt, hier nimmt sich jemand Raum und zugleich stellt sich hier jemand einer Fläche, die im ersten Moment ja immer auch einen Schreckmoment beinhaltet, weil sie ist ja ziemlich groß und verlangt viel Aneignung. Weltaneignung bedeutet in der Kunst auch Raumaneignung. Und das meist in einer Farbigkeit, die ihre Bilder frei nach Goethe zu einem Fest für die Augen machen. Dass Emile Simoni sich in einer Generation, in der das durchaus noch nicht selbstverständlich war und ist, diesen Raum nimmt,
weist sie auch im übertragenen Sinne als Künstlerin von Format aus. Die Themen ihrer Malerei sind dabei mitunter verstörend. Immer wieder ist es die Repression und die Gegenwehr gegen sie. Es ist die Gewalt, die Naturgewalten, aber auch die Gewalt gegen die Natur und gegen seinesgleichen, die ihre Bilder in Bewegung setzt und bewegend macht. Und gerade in einer Zeit, in der wir in Europa erleben, dass unsere Vorstellung, wir hätten wenigstens hier den Frieden gefunden, so eklatant mit Füßen getreten wird. Gerade in einer solchen Zeit ist die künstlerische Auseinandersetzung mit der Gewalt und ihren Wirkungen umso nötiger. Die ersten großformatigen Gemälde, die mir aus ihren Katalogen bekannt sind, zeigen zum Beispiel Hunde. Die Serien Cerberus, Drachenhund, Chien Andalou versteht man dabei vielleicht besser, wenn man weiß, dass Emil Simoni als 18-Jährige von einem Psychopathen angegriffen und durch ihren Hund Zibi gerettet wurde. Chien Andalou, der andalusische Hund, deutet mit seiner Reflexion über den bekannten surrealistischen Film von Louis Buñuel aber auch an, dass Weltaneignung für Emil Simoni noch auf einer ganz anderen Ebene stattfand und findet, nämlich in der Auseinandersetzung nicht nur mit den Meistern wie Goya oder El Greco, sondern auch den sonstigen freien Künsten, mit der modernen Literatur eines Karl Einstein ebenso wie mit der Philosophie der Stoa. In ihren Kursen ist es zum Beispiel völlig normal, dass das Modell nicht nur so tut, als würde es lesen, sondern tatsächlich liest. Bücher, die Emil Simoni zur Verfügung stellt, etwa Marguerite Yourcenars »Ich zähmte die Wölfin« über den römischen Kaiser Hadrian, und dass sich daraus dann beim Malen ein allgemeines Gespräch über antike Kunst und Philosophie entwickelt, ist bezeichnend. So wird die Marburger Sommerakademie bei Emil Simoni tatsächlich zu einer Akademie im ursprünglichen Sinne, nämlich zu einer Gemeinschaft Lehrender und Lernender. Voller Stolz und Dankbarkeit nimmt die Universitätsstadt Marburg, nehmen wir darum heute ein immerhin 1,45 Meter mal 1,77 Meter kleines Stück aus Emil Simonis, auch im Gesamtbestand riesigen Werk, entgegen, das Gemälde Krebs. Sie werden es gleich zu sehen bekommen. Vorab schon so viel, den ersten Blick, eine Farbexplosion, in der die starken sinnlichen Eindrücke, die die Künstlerin auf den Märkten von Tarragona empfing, noch deutlich zu spüren sind. Auf den zweiten Blick aber eine Auseinandersetzung mit der Gewalt, die die Ausbeutung der Natur durch den Menschen stets inhärent ist und die, wir wissen es, heute zunehmend zu einer Bedrohung für uns selbst wird. Aber je mehr intakte anatomische Strukturen des Tieres wir nach und nach entdecken, und ich lade Sie alle ein, nachher das einmal auszuprobieren und selbst zu studieren, entdecken wir auch einen Beleg dafür, dass hier ein an den Naturstudien Ernst Haeckels und Alexander von Humboldts geschultes Auge etwas gesehen hat, das über den spanischen Sommertag auf dem Fischmarkt weit hinausweist. Vielleicht auf die existenzielle Bedrohung, die individuelle Katastrophe, die das Wort Krebs in seiner leider heute gängigen Nebenbedeutung für uns entfaltet. Aber das ist dann bereits Interpretation, also der Raum, den uns das Kunstwerk lässt und die aus der Weltaneignung der Künstlerin schließlich unsere eigene macht. Und um zuletzt noch einmal auf den Herrn der Ringe zurückzukommen. War es nicht Bilbo Baggins 111. Geburtstag, der da am Anfang gefeiert wird? In diesem Sinne möchte ich Emil Simoni ganz herzlich grüßen und ich glaube in ihrer aller Namen alles Beste, vor allen Dingen eine baldige, gute Genesung wünschen und von ganzem Herzen noch viele Jahre voller guter Gesundheit und Schaffenskraft und auch der Hoffnung Ausdruck geben, dass sie vielleicht nächstes Jahr wieder bei der Marburger Sommerakademie dabei ist. Schön, dass Sie alle heute gekommen sind. Herzlich willkommen.
dachte, ich sehe das Bild noch vorher. Aber ich verlese einen Brief, den Emö verfasst hat. Und sie bat mich, dass ich ihn vorlese. Wir sind ganz gut befreundet, haben uns in vielen Städten dieser Welt getroffen. Und sie ist seit über 10 Jahren regelmäßig mein Gast. Dieses Jahr halt leider nicht. Krebs ist mein Sternzeichen. Zur Enthüllung meines Gemäldes im Erwin-Piscator-Haus. Als ich vor 28 Jahren nach Marburg kam, empfing mich eine historische, zauberhafte Stadt. Eingebettet in eine schöne Naturlandschaft. Ich kam, um mein Wissen in der Malerei und im Zeichnen weiterzugeben. Die Arbeit an der Marburger Sommerakademie war keineswegs einseitig. Die Kursteilnehmer gaben mir auch vieles zurück und brachten mich auf neue Ideen. So entstanden noch in Marburg neue Zeichnungsserien und Papierskulpturen. Nach dem Unterricht, in dem wir den menschlichen Körper Tag für Tag erforscht und dargestellt hatten, ging ich oft am Lahnufer entlang, folgte der Strömung und lauschte dieser leise plätschernden, mit Seerosen bedeckten, mit gigantischen Bäumen gesäumten und mit Fauna belebten Stadtarterie. Schon als Kind in Budapest begleiteten die Grimms Märchen meine ersten Schritte. Der unbewusste Faden von Ungarn nach Marburg wurde weitergesponnen mit Elisabeth von Thüringen, der Tochter von Andrasch II., Ungarns König, zur Zeit der Tatareninvasion. Ihre sozialen Gefühle und Handlungen musste sie mit ihrem Leben bezahlen. Einige ihrer Nachkommen folgten ihrem Beispiel. Den Faden nach Hessen habe ich in Brasilien wiedergefunden. Ich sah in Olinda von Moritz von Nassau als Statthalter im Dienste der Holländer selbst entworfene Gebäude. Seine humane Haltung gegenüber der Urbevölkerung hat die holländischen Auftraggeber nicht zufriedengestellt. Er musste nach Hessen zurückkehren. Soziales Denken war in meiner Familie im 19. Jahrhundert auch nicht fremd. Von Erwin Piscator als wegweisendem großen Regisseur habe ich erst 1985 erfahren, durch meinen Zeichnungszyklus für Karl Einsteins Roman Bebucan. Karl Einstein stand als Kunstkritiker und Schriftsteller in enger Verbindung mit John Hartfield und George Grosz. Für Erwin Piscators Theater haben diese Dada-Künstler zusammen mit Macaulay Nagy Bühnenbilder und Grafik geschaffen. Seine bahnbrechenden Inszenierungen wie Der brave Soldat Schweig von Jaroslav Hasek und das von ihm aufgeführte Brecht-Theater waren eine Urquelle für spätere Aufführungen auch im Osten. Wie zurückkehrende Kraniche versammeln wir uns Jahr für Jahr vor dem Philippinum mit Freude am Wiedersehen. Die Sommerakademie beginnt. Unsichtbare Hände haben schon alles vorbereitet. Die Sommerakademie ist ein lebhaftes Forum. Das Kulturamt bietet große Räume und Ausstattung mit Geräten für alle Kunstschaffenden. Hier wird Kultur geschaffen mit Hammer, Pinsel, Kreide und mit dem eigenen Körper. Es wird diskutiert, neue Impulse werden ausgetauscht, auch Kritik wird geübt. Für die ungestörte Atmosphäre sorgen schützende Hände,
Karin, Stichnote Botschafter, habe ich kennengelernt als Kunstkennerin und unermüdliche Organisatorin. Jetzt ist sie die Gastgeberin im Erwin-Piscator-Haus. Und Britta Sprengel, wo ist sie denn? Entschuldigung, ich habe... Britta Sprengel hat sich besonders hübsch gemacht heute mit einem... Diadem aus Brotteig, eine Brezelskulptur, die muss einmal gezeigt werden. Es wird gleich noch genannt, John Fischer hat das als eine seiner Brotskulpturen entworfen und ihr geschenkt. Und Dali hat im amerikanischen Fernsehen John einmal bezeichnet als the only real bread sculpture in the world und hat ihn nach dieser Sendung für einen der nächsten Tage in seine Hotelsuite eingeladen. Für die ungestörte Atmosphäre sorgen diese schützenden Hände. Britta Sprengel leitet bis heute die Sommerakademie. Sie schultert die gigantische Aufgabe, die Akademie zu organisieren und mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer persönlich zu betreuen, sie mit Hilfsmaterial zu versorgen und ihnen alle Art Unterstützung zukommen zu lassen. Sie verbreitet gute Laune, Freundlichkeit und das alles mit hoher künstlerischer Fachkenntnis. Diese gut organisierte, aber gleichzeitig freie Atmosphäre hat mir ermöglicht, mich voll und begeistert auf meinen Unterricht zu konzentrieren, meine Erfahrung in der Malerei und Anatomie weiterzugeben und gleichzeitig neue Ideen zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit den Dozentenkollegen hat über die Sommerakademie hinaus zu weiteren Kontakten und gemeinsamen Ausstellungen geführt. Mit John Fischer 1992 in der Brüder Grimm-Stube, 2002 mit John Fischer und Eckhard Fröschlin im Marburger Kunstverein und später ein Aufenthalt in New York auf Einladung von John. Mit Eckhard Fröschlin 2002 in Pécs, Ungarn und 2003 in Crailsheim und 2005 in Sindelfingen. 2010 in der Galerie Reinhardt in Lützelinden, eine Einzelausstellung. 2011 in Weimar auf Initiative von Christoph Becker. Einladung von Tina Stoll 2012 zur Ausstellung in Landau mit mehreren Dozenten und 2022 zum Videofernunterricht für die Universität Landau. Das Bild wäre nicht vollständig, ohne die Marburger Gastfreundschaft zu erwähnen. Oft folgt einer Zimmermiete eine lange Freundschaft mit gemeinsamen Unterhaltungen, Kinobesuchen unter dem Sternenhimmel, Konzerten im Schloss, Mondfinsternisbeobachtung oder gemütlichen Abendessen in einem Waldrestaurant oder im eigenen Garten. Die Sommerakademie wurde ein Magnet, der auch Marburger Bürger, die nicht an den Kursen teilnehmen, zur Kunst hinzieht. Ich möchte mich bei Oberbürgermeister Thomas Spieß für die Unterstützung der Sommerakademie bedanken, die für mich schöne und fruchtbare Jahre brachte. Für die Annahme meines Gemäldes mit dem Titel Krebs als Geschenk für die Stadt Marburg und für die Einladung zur Feier im Erwin-Piscator-Haus zur Enthüllung meines Bildes. Leider kann ich aus Gesundheitsgründen nicht nach Marburg kommen, aber mein Bild, das den Krebs als mein Sternzeichen darstellt, wird mich vertreten und Ihnen, lieber Thomas, und allen Besucherinnen und Besuchern hoffentlich Freude bereiten. Vielen Dank auch für die persönlichen Glückwünsche zum 80. Geburtstag. Emil Simonier.